Es ist schwer vorstellbar, was Iris Klein gerade durchmacht. Nach 17 Jahren Ehe glaubt sie fest daran, dass Peter Klein sie mit Yvonne Woelke in Australien betrogen hat. Er schreibt seit einem Jahr heimlich jemandem. Bisher haben beide die Gerüchte vehement dementiert. Aber in einem Video, das heimlich am Flughafen gedreht wurde, sieht es so aus, als würden sie sich in einem Aufzug küssen. Auf ihrem Facebook-Kanal teilt Iris am Mittwoch einen Artikel, aus dem hervorgeht, dass Peter und Yvonne gemeinsam am Flughafen zu sehen waren. Besonders bitter, ihr Beitrag wird von einem Fan mit einem Link kommentiert, der direkt zu dem wohl schlimmsten Video führt, das Iris je gesehen hat. In dem kurzen Clip sieht man, wie Yvonne sich in einem vermeintlich unbeobachteten Moment in einem gläsernen Fahrstuhl zu Peter hinüberlehnt. Dabei sieht es ganz so aus, als würde sie ihn küssen. Doch leider ist das noch nicht alles. Es kursiert ein weiteres Video im Internet herum, auf dem Yvonne nach ihrem Koffer greifen will, dabei allerdings Peters Hand erwischt, der ihr mit ihrem Gepäck geholfen hat. Zu viel für Iris. Sie ist für ihn wie eine läufige Hündin und er ist der notgeile alte Dackel, poltert sie im Netz. Bitte werdet glücklich miteinander. Die Finca ist frei für euch. Autsch.